Haben Sie schon das Neueste gehört? Dann treten Sie in Dialog mit dieser wundervollen Ausstellung. Keramik in ständiger, universeller Kommunikation. Bilder erschaffen aus kommunizierenden Schichten. Kunst, die bezaubert. Magdalena Kornior kommt aus Warschau und ist schon eine anerkannte Künstlerin. Und ihre Kunstwerke, also ihre Skulpturen, haben immer Menschengruppen, die miteinander kommunizieren. Das ist einfach etwas Wunderbares, was sie da in ihre Skulpturen einbringt. Und das hat mit diesen korrespondierenden Dialogen zu tun. Die zweite Künstlerin dieser Ausstellung ist Brigitte Lehner. Sie hat sich wirklich einen Namen gemacht durch ihre Workshops und zahlreichen Malkurse. Sie verwendet für ihre Bilder ganz neue, besondere Techniken. Es ist einfach eine Schichtentechnik, die sehr viel Tiefe in Bildern entstehen lässt. Hallo, mein Name ist Brigitte Lehner. Ich komme aus Attnang-Puchheim und meine große Leidenschaft ist das Malen und das schon seit Kindheitstagen. Ich bin viele Jahre nach Gmunden gefahren und habe Keramik malen gelernt, in der Gmundner Keramik, und habe mich dann weitergebildet mit verschiedensten Techniken und seit ungefähr 25 Jahren mache ich Acrylmalerei. Da kann man sehr viel ausprobieren. Und es gelingt immer besser, mal weniger, aber genau aus den Sachen, die nicht so gelingen, lernt man wieder ganz viel dazu. Und es gibt fast jedes Jahr wieder irgendeine neue Technik, die ich dann ausprobiere. Und gerne gebe ich auch mein Wissen weiter. Ich halte schon seit 20 Jahren Kurse. Also wenn ich Bilder beginne zu malen, fange ich immer mit einem dunklen Untergrund an, schwarz, blau, irgendwelche dunklen Farben. Anschließend gebe ich dann Strukturpasten auf, verschiedene Mustern. Der nächste Prozess ist dann der Rost. Das dauert dann immer so 4-5 Stunden, bis dass der dann wirklich zum Vorschein kommt. Und ab da beginnt dann so ein bisschen der Prozess, was könnte ich draus machen. Und mir führt es oft immer wieder hin zu Gefäßen. Das kommt wahrscheinlich von der Keramikmalerei. Und suche mir dann die Felder aus und die Farben aus, wie das dann eventuell fertig gestalten kann. My name is Magdalena Konior and I am artist from Poland. One day I'm gonna leave. I studied sculpture in Academy of Fine Art in Krakow. Ich studierte vor vielen Jahren die Keramik in der Akademie der Bildenden Künste in Krakow. Danach arbeitete ich beinahe 20 Jahre lang in einer Firma für Innenausstattung. Nach dieser Zeit wurde mir klar, dass ich das nicht für immer machen will. Ich möchte mein Leben mit meinen Skulpturen, mit meiner Kunst verbringen. Diese Skulptur ist im Moment meine Lieblingsarbeit. Beim Schaffensprozess erinnerte ich mich an meinen Vater. Wenn ich Zeit mit meinem Vater verbrachte, sahen wir oft Filme im Fernsehen über die Suche nach Gold. Deshalb ist der Titel der Skulptur auch die Suche nach Gold. Das Hauptmerkmal dieser Skulptur ist die schwarze Oberfläche. An der Oberseite mit einer Gruppe von Figuren auf der Suche nach Gold. Sie erkennen das Gold vorne und im Inneren der Figur. Was für mich im Modellierprozess wichtig war, ist die Komposition. Ich habe einen großen, färbigen Korpus kombiniert mit vielen kleinen Köpfen, mit unterschiedlichen Gefühlen und Emotionen. Das möchte ich auch mit meiner Kunst zum Ausdruck bringen.
Man ertappt sich bei der Betrachtung dieser Ausstellung plötzlich hinzuhören, zu versuchen, die Melodie zu erkennen, das Thema der Dialoge zu erahnen, die tieferen Ebenen zu durchleuchten und verborgene Schichten sichtbar zu machen, die sich scheinbar in einem ständigen, korrespondierenden Austausch befinden. Die Ausstellung Korrespondierende Dialoge findet noch bis Oktober 2021 in der Galerie Zehnerhaus in Gmunden statt. Sie finden bei uns laufend ein Grundrepertoire an Künstlern, die ständig ausstellen und Wunderschönes bieten. Die Künstler, die bei uns immer wieder in der Galerie ihre Werke präsentieren, arbeiten mit sehr, sehr viel Liebe zum Detail. Die Kreativität und die Schaffenskraft spiegelt sich wieder. Es ist immer eine Freude, hier das Besondere zu bieten. Ich freue mich sehr, wenn Sie uns wieder besuchen und durch die Galerie schlendern, sei es das Glas, die Keramik, die Bilder. Auch im Schmuckbereich sind unsere Künstler wieder sehr kreativ. Ich persönlich liebe ja im Sommer leichten Schmuck. Leichter Schmuck aus Seide. Ganz ohne Metall gefertigt. Anwender sehen Sie hier ebenfalls aus diesem Material in den unterschiedlichsten Farbschattierungen. Genießen Sie mit Kreativität und guter Laune diesen wunderbaren Sommer. Wir freuen uns sehr auf Ihren Besuch.